ein ganz normaler Arbeitstag in der engeren Zentralverwaltung. Doch plötzlich klingeln alle Telefonapparate. Achtung, Achtung! Aus Sicherheitsgründen müssen wir das Gebäude vorübergehend räumen. Bitte verlassen Sie unverzüglich das Gebäude über die gekennzeichneten Fluchtwege und begeben sich zum Sammelplatz Platzspitz und warten dort weitere Anweisungen ab. Bitte schließen Sie, sofern es Ihre persönliche Sicherheit zulässt, vertrauliche Akten ein und sperren Sie Ihren Arbeitsplatzcomputer. Nehmen Sie Ihre persönlichen Effekten und verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz. Benutzen Sie die gekennzeichneten und brandsicheren Fluchtwege. Lifte dürfen nicht benutzt werden. Der Fluchtweg führt durchs Treppenhaus. Personen mit eingeschränkter Mobilität begeben sich selbstständig zum Liftvorplatz. Dort werden sie betreut und schnellstmöglich von der Feuerwehr gerettet. Unsere Evakuierungshelfer kontrollieren jeden unverschlossenen Raum nach zurückgebliebenen Personen. In jedem Gebäude gibt es mehrere brand- und rauchsichere Fluchttreppenhäuser, die direkt ins Freie führen. Gehen Sie zügig, aber ohne Eile durchs Nottreppenhaus. Die Notausgänge können jederzeit ohne Hilfsmittel passiert werden. Betätigen Sie dazu den Notöffnungstaster oder benutzen Sie die Notöffnungen. Draußen angekommen, folgen Sie der Ausschilderung zum Sammelplatz Platzspitz. Achten Sie auf den dichten Straßenverkehr. Benutzen Sie auch als Gruppe die regulären Straßenüberquerungen und achten Sie auf die Einhaltung der Verkehrsregeln. Am Sammelplatz angekommen, stehen Sie bitte gebäude- und etagenweise ein. Achten Sie auf die Anweisungen des Sammelplatzverantwortlichen. Verlassen Sie den Sammelplatz nicht. Halten Sie Stillschweigen gegenüber Medien und Dritten. Sie kennen jetzt das korrekte Verhalten im Notfall, das eine sichere Evakuierung gewährleistet.